Hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir müssen uns verteidigen in jede Richtung, in alle Richtungen. Und ich bin ja schon häufig dabei, hier meine Soldaten zu rekrutieren und so weiter und so fort. Ja, super. Kraft. Macht das Sinn, wenn ich da Silberschwerter produziere? Wo kommt das Silber her? Wo ist überhaupt gebaut und ich weiß von nichts. Weil wir können ja auch hier, ne, auf jeden Fall noch Draufgänger benötigen und so. Die werden immer weniger. Was ist da los? 11. Hier habe ich noch meine 10. Das ist gut. Aber hier, die sind irgendwie, weiß ich nicht. Gut, Moment. Draufgänger. Die brauchen leichte Rüstungen und Silberdegen. Mit leichten Rüstungen kann ich dienen. Silberdegen. Sieht so aus, als wenn ich da 3 Stück von produzieren könnte. Dann machen wir das auch einfach mal. Okay. Egal. So. Dann, wie sieht es hier aus? Da tut sich im Augenblick nichts. Ich brauche auf Verdacht so 5 Pflanzen. Und hier ist auch nichts mehr. Die sind auch gerade fertig geworden. Moment mal eben. Ganz groß orientieren. Da kommt aber Kohle an. Silber auch. Okay. Das war ja Silber. Ja, irgendwo ein Silberbaugebiet gemacht und ich weiß von nichts. Das ist was irritiert. Moment mal. Ach, hier habe ich die Lanzen in Auftrag gegeben. Ja, tolle Wurst. Egal. Warte mal. Ich ziehe das dann hier zurück. Und würde auf Eisenschwerter gehen. So. Irgendwie stehe ich mir gerade wieder selber ein bisschen im Wege. So, ich habe hier Eisen, ich habe Kohle. Ja, dann aber Eigenpien. So, machen wir das mal so. Erst einmal sieht das hier aus. Okay. Kettenrüstung. Moment. So, falsch. Ah, nee. Alles klar, Kettenrüstung hier. Das war ich gerade auf dem falschen Trip. Erstmal das machen oder die Leute irgendwie versuchen zu rekrutieren, die ich irgendwie rekrutiert bekomme. Waldläufer. Nochmal 10. Sicher ist sicher auch. Wenn ich vielleicht das welche auf Reserve haben sollte, das wäre mir egal. Und wenn ich keine auf Reserve habe, dann brauche ich an anderer Stelle mit Sicherheit schon. So. Wachen fehlen mir. Uiuiuiui, stimmt. Holzsperre. Wachen. Moment. Also 20 Wachen. Ich weiß, ich habe nicht genügend Holzsperre, aber das, auch das kriegt man in den Griff. Holzwerkstatt. Die ist im Augenblick. Die hat Fackeln produziert. Ich brauche erstmal so ein paar Holzsperre und dann vielleicht noch mal ein paar Fackeln. So, wie sieht es mit der anderen Werkstatt aus? Sägewerk, Holzwerkstatt.
Da werden noch Speere produziert. Die können danach dann auch noch mal ein paar Fackeln in Angriff nehmen. So. Okay. Kommen wir noch mal zu meinem Problemfeld hier unten. Wow. Okay. Wie sieht das hier aus? Dann würde ich hingehen und eine von den beiden vielleicht noch nicht einreißen, das Teil. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich jetzt hier noch oder wen ich jetzt hier noch. Vielleicht ein paar Soldaten. Einfach, dass die schon mal da sind, ja, so dass ich die von da aus dann vielleicht weiter leiten kann. So, das heißt, ich habe hier so ein paar Wachen. Da komme ich wieder auf 10 so langsam, aber sicher. Da habe ich nur noch 9 von 10, aber besser als nichts. Und hier haben wir das Problem mit den Dieben. Quatsch, mit den Banditen. So, wie sieht es hier aus? Ich habe hier 10 Veteransoldaten und hier auch 10 Veteransoldaten. Und habe da 2 Banditenlager, um existieren. Dann würde ich einfach mal Folgendes vorschlagen. Ich speichere mal ganz kurz. Speichern. Jetzt ist das Spiel. So. Und dann würde ich euch bitten, da mal so ein bisschen aufzuräumen. Einmal da. Einmal da, in der Hoffnung, dass wir das einigermaßen in den Griff kriegen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. Ja, weil hier wahrscheinlich auch sehr viele Elite-Banditen oder so rum existieren, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Gut, achso, ja. Das sind meine Leute. Und da kommen auch gerade ganz viele von meinen Leuten an, die sich hier ein bisschen umtun wollen. So, man stürzt sich mit Geschrei auf die entsprechenden Banditen. Oh, oh, das ging jetzt schneller als gedacht. Warte. Vielleicht ein bisschen Unterstützung. Ja, wo ist es? Das müsste das hier gewesen sein. Ist gar nicht nötig. Hat sich gerade erledigt. Sehr gut. 2 Banditenlager weniger. Das wären nicht die letzten gewesen sein, ja, davon mal ganz abgesehen, aber dann haben die Nadelstiche schon mal aufgehört. Jetzt kann ich Folgendes machen. Moment, ich klicke das nochmal an. So, erstmal hier die Einheiten wieder zurückbeordern. Ich würde nämlich jetzt folgenden Weg gehen. Ich würde jetzt sagen, hier, bitteschön, die erstmal weg. Sind so, glaube ich, sowieso nur noch 5 gewesen, was so wenig. Dann bitte, ja, vielleicht noch gar noch hier. Na gut, ich mach mal den hier. Egal, machen wir erstmal die. Und die sollen dann hier entsprechend Gelände gewinnen. Keine Ahnung, ich mach da mal hier so den Teil hin, den Fokuspunkt. Oder vielleicht sogar, ich sehe da gerade, da sind einige Ressourcen. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, den Fokuspunkt erst einmal hier so hinzusetzen und danach schauen wir weiter. Wenn ich da an die Ressourcen rankomme.
Dann haben wir hier den schimmernden Hirsch der Tapferkeit. Eine mysteriöse Statue. Ihr Zweck ist uns noch unbekannt. Okay. Ja. Tja. Okay. Es wird auch nicht angezeigt, was die braucht, ne? Irgendwie um da. Könnte Silber sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte Silber sein. So, Veteranensoldaten sind auf dem Weg. Hier habe ich 10 von 10. Einen Augenblick. So. Aber wir haben hier ja noch so unsere Problemfelder. Um es mal so auszudrücken. Ja, Moment, wo habe ich da den Fokuspunkt hingesetzt? Da. Weil hier entsprechend Kohle und Eisenerz ist. Das müsste ich abbauen. Kohle, das sind meine Minenarbeiter. Ach was. Okay. Ja, nee, ist so, ne? Die machen sich jetzt im Augenblick. Ernsthaft? Eigene Fraktion. Die haben quasi alles, was da an Kohle war, haben die bis jetzt da abgebaut. Ja, gut. Dann setze ich doch den Fokuspunkt dahin. Und würde hier jetzt hingehen und sagen. Hier ist Eisenerz, da ist Kohle. Dann Bergbau voran. Ne? Silber, nein, Eisentagebau. Das Ding dahin. Kohle. Mal setze ich hier hin. Und dann meinetwegen hier so. Okay. Das Diebe greifen schon wieder an. Ach ja, wir haben ja da irgendwo dieses Diebeslager immer noch um existieren. Genau, das war der Punkt. Da habe ich 10 von und da habe ich 10 von. Ja, dann würde ich nochmal die gleiche Aktion durchführen wollen. Einen Moment. Spiel speichern. Ja, ja, kann man überschreiben. Also einer hat ja funktioniert. Wunderbar. Dann schaue ich doch mal, ob wir hier mit den Dieben irgendwie fertig werden. Einmal. Moment, der lassen wir noch. Zweimal. Ich würde das ja zu schätzen wissen. Wenn die sich da durchsetzen könnten. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ob das nur dieses eine Lager ist, ist die andere Frage. Wahrscheinlich sind eigentlich immer zwei. Hoffentlich das zweite jetzt im Augenblick nicht sehe, aber es könnte weiter hier hinten sein. Ich meine, hier, da könnte was mit Diebeslager sein. Ja, allerdings. So. Meine Leute kommen an und zack, ein Diebeslager weniger. Sehr gut. Einen Moment. Würde euch dann doch bitten, Diebeslager Nummer 2 dann auch gleich in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, das klappt noch. Ja. Könnte sein, dass ich nicht genügend Leute dafür habe.
schlägt sich wacker, aber ist vielleicht nicht wacker genug. Ja. Okay, ein weniger. Aber da existieren halt noch sehr, sehr, sehr viele. Und ich glaube, das ist der letzte, der hier gerade von meinen Leuten gefallen ist. Eieiei. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Achso, ja, das ist jetzt auch gar nicht mehr möglich, sehe ich gerade. Wollte das einfach nur wieder zurücknehmen. Aber das geht jetzt im Augenblick nicht. Ja, aber immerhin, immerhin. Ein Lager ist Geschichte, das andere ist schon mal angegriffen. Wir brauchen... Moment. Ich bin, glaube ich, wieder von dem falschen Dorf. Wir brauchen weitere Waldläufer. Draufgänger. Ich könnte auch die Draufgänger nehmen, aber ich weiß immer noch nicht, ob hier nicht noch irgendwo Werwölfe existieren und ich würde die ungerne für die Werwölfe irgendwie verbraten, für die Diebe verbraten, wenn ich da noch irgendwie mit Werwölfen unter Umständen zu tun bekomme. So, das heißt, ich brauche Fackeln und wir brauchen leichte Rüstungen. Fackeln könnten in Arbeit sein. Holzwerkstatt, wie sieht's aus? So. Machen wir das einmal so. Und das mit der anderen. Auch da würde ich dann nochmal auf 10 gehen. Ja. Ja. Die Diebe. So, Holzwerkstatt, wo das habe ich gemacht? Wie sieht es hier mit unseren leichten Rüstungen aus? Da würde ich direkt mal ein paar einen Auftrag geben. Ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht, da irgendwie großartig zu lagern, ne? Habe ich so das Gefühl. So. Also hier Meilenstein Entdeckung ist abgeschlossen, Brotbacken ist abgeschlossen, Bevölkerung ist abgeschlossen, Bauarbeiter, Rekrutierung und Werkzeug- und Rucksackherstellung ist abgeschlossen. Silbertagebau müssen wir immer noch machen. Das Leuchtfeuer müssen wir fertigstellen und natürlich hier ne, unsere Geschichten mit den Marktplätzen und so weiter und so fort. Das steht noch aus. Und das sind Sachen, da muss ich mich später drum kümmern. So. Erstmal muss ich da so ein paar Quälgeister loswerden. Insbesondere halt auch die Schemen. Ich hatte ja eigentlich auch die... Achso, Entdecker, das war das Thema. Ich wollte die Entdecker da hochschicken. Entdeckerposten, hier habe ich den einen. Aber ich meine, da existiert noch ein anderer. Der ist da. Habe ich die irgendwie schon irgendwo hingeschickt? So ganz nebenbei bemerkt. Entdecker. Ich würde da mal den Pinorik hinsetzen. Und dann die anderen. Waffenspiele, die nichts zu tun hat, ist nicht gut. Und das mit der, was produziert die? Die produzierten noch Eisenschwerter. Machen wir noch 5. Und du kannst, genau, 5 Eisenlanzen produzieren. Dann, Eisenschwerter, Eisenlanzen. Augenblick. Hier habe ich meine Soldaten, da habe ich ein paar Wachen. Ich würde da mal so auf die umswitchen wollen, beziehungsweise
beides einsetzen, wenn es irgendwie machbar ist. Die brauchen Kettenrüstung und Eisenlanzen. Nee, diese Sache mit den Kettenrüstungen, genau. Rüstungsschmiede, wo bist du? Hier hat Schmiede nichts zu tun. Was auch nur gedacht. Du machst jetzt hier erstmal 15 Kettenrüstungen und wir gucken mal, ob wir so noch 10 Schilder irgendwann mal hinbekommen. Wie sieht es hier jetzt aus? So. Okay. Alles andere müssen wir abwarten. Gut. Draufgänger, wo werden die nochmal? Hätte ich dafür Material? Ich habe 12 Silberdegen? Ich glaube, ich brauche 4 Draufgänger, ne? Eine leichte Rüstung. Ja. Okay. Militärkämpfe, wie sieht es hier aus? Ich habe 5 Veteranensoldaten, die irgendwie rumexistieren und 4 normale Soldaten. Auch nicht verkehrt. Heißt, ich hätte eigentlich fast genügend Leute für einen weiteren Wachturm und den mit Soldaten zu bestücken von beiden Varianten jetzt in dem Fall. Und ich habe hier irgendwo Schemen rumexistieren. Hier ist Silbererz, sehe ich gerade. Holzfäller Hütte, Wachturm, Augenblick. Bergbau, Silbererz. Lager, ja, kriege ich nicht hin? Will ich hier hinbekommen? Na gut, dann ist das eben so. Auf soll ich den Weg hin? Das ist das Entscheidende. Jo, kriegen wir hin. Dann soll der demnächst da so ein bisschen Silber abbauen. So, ja, wie gesagt, ne, es geht jetzt im Augenblick so ein bisschen stückwerkartig hier weiter. Hier mal geguckt, da mal geguckt. Aber ich kriege so langsam die ganze Geschichte hier einigermaßen gewuppt. Wir können uns besser zur Wehr setzen. Wir haben die entsprechenden Einheiten. Ich stocke weiter auf und wir rücken weiter vor. Und dann schauen wir mal, dass wir die Schemen noch loswerden. Das, was dann noch an Banditen und Dieben rum existiert, zumindest im näheren Nahbereich, loswerden, sodass wir uns mal um auch ein paar andere Dinge kümmern können, wie beispielsweise einen vernünftigen Handel, wie beispielsweise die Dinge, die da gebaut werden müssen, dieses Leuchtfeuer und dieser Hirsch, und hast du nicht gesehen? Alles Sachen für die Zukunft, für weitere Folgen. Ich bedanke mich für euer Begleiten, für eure Unterstützung. Ich bedanke mich für deine Unterstützung, für dein Begleiten bis hierhin und wünsche euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.